Und jetzt hör zu, Sorgen sind wirklich absolut unnötig. Sie lösen keine Probleme, sondern vergrößern diese möglicherweise nur. Darf ich euch einen Rat geben? Ersetzt eure Sorgen durch Gebete. Heute wollen wir über das Thema Gedanken sprechen. Nur wenn wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten, können wir ihm richtig nachfolgen. Noch einmal. Nur wenn wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten, können wir ihm richtig nachfolgen. Ich war bereits seit vielen Jahren Christin und liebte Gott. Doch ich verstand nicht, warum ich so viele Probleme hatte. Ich begriff nicht, dass das mit meinem Denken zusammenhing. Ich dachte, ich wäre meinen Gedanken ausgeliefert und könnte nichts daran ändern. Ich wusste nicht, dass ich falsche Gedanken abwehren und mich vor ihnen schützen konnte, dass ich nicht alles, was mir in den Sinn kam, annehmen und mir immer wieder durch den Kopf gehen lassen musste. Das, worum unsere Gedanken kreisen und was uns innerlich bewegt, äußert sich irgendwann in Worten. Wenn wir anfangen, uns selbst einmal zuzuhören, werden wir viel über uns lernen und einiges davon wird uns sicherlich nicht gefallen. Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Nun, wir machen uns Sorgen, weil wir wissen wollen, wie es weitergeht, um unsere Probleme in den Griff zu bekommen. Nicht, dass ihr keine guten Ideen hättet. Doch, die sind selten. Das ist zumindest meine Erfahrung, wisst ihr. Wenn ich bete, gibt Gott mir allerdings gute Ideen. Doch diese kommen von innen. Sie wandern von hier nach dort. Sie kommen nicht von außen herein, stimmt's? Ihr habt einen Geist, die tiefste Ebene eures Seins. Ihr habt eine Seele und ihr lebt in einem Körper. Ich habe momentan mit jemandem zu tun, der Gott in seiner Tiefe begreifen will. Wer Gott ist, all die unterschiedlichen Religionen und Zusammenhänge, die wissenschaftlichen Ansätze. Oft weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht schlau genug. Darüber bin ich eigentlich ganz froh. Manche sind nämlich so schlau, dass sie an gar nichts mehr glauben können. Versteht ihr? Ich zumindest schaue mir die Sendungen nicht mehr an, in denen man mir Gott erklären will. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Doch Gott gab mir einen Gedanken, den ich dieser Person weitergeben werde. Gott kann man nicht logisch begreifen. Nur das Herz kann ihn finden. Unser Kopfwissen wird uns niemals zu Gott führen und wer versucht, diesen Weg zu gehen, wird scheitern. Wir können nicht alle unsere Probleme mit unserem Kopfwissen lösen. Wir haben zwei unterschiedliche Denkansätze in uns. Heute geht es darum, wie wir unser Denken nicht mehr von der alten Natur, sondern von unserer neuen Natur bestimmen lassen. Denn zu ihr redet Gott. Entweder indem er uns inneren Frieden und ungeahnte Einsichten schenkt oder indem er durch Bibelworte und den Heiligen Geist zu uns spricht. Gott möchte Teil unseres Lebens sein und uns führen und leiten. Manchmal bitten wir ihn, uns zu zeigen, was wir tun sollen. Wir meinen, keine Antwort zu bekommen. Doch plötzlich, wisst ihr, wenn Gott redet, ist es nicht Gott hat gesagt. Oft erhalten wir Antworten, sind aber der Meinung, dass sie unseren eigenen Gedanken entspringen. Dabei verändert Gott unsere Gedanken dahingehend, dass sie seinem Willen entsprechen. So steht es in der Bibel. Wusstet ihr das? Ja. Wenn wir zum Beispiel auf dem falschen Dampfer sind und dann beten, verändert sich etwas, vielleicht am selben Tag oder am nächsten. Und wir denken, ich habe eine gute Idee. Nicht ganz. Mensch, was habe ich doch für eine gute Idee? Nein,
Gott hat unsere Gedanken mit seinem Willen verbunden. Und die Idee fühlt sich richtig an, weil sie von Gott kommt. Wenn wir uns gedanklich ständig im Kreis drehen und allem auf den Grund gehen wollen, bekommen wir bloß Kopfweh. Wir runzeln die Stirn, wir sind völlig verwirrt. Nichts scheint zu klappen. Nun, ich denke, wir alle machen uns hin und wieder Sorgen. Das ist so, als würden wir in einem Schaukelstuhl sitzen. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt, doch es bringt uns nicht weiter. Und jetzt hör zu, Sorgen sind wirklich absolut unnötig. Sie lösen keine Probleme, sondern vergrößern diese möglicherweise nur. Darf ich euch einen Rat geben? Ersetzt eure Sorgen durch Gebete. Lasst uns mal zusammen beten. Vater, ich bitte dich, wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, dann flüstere du uns doch ins Ohr, du verschwendest deine Zeit. Und dann hilf uns bitte, aus den Sorgen ein Gebet zu machen, damit du die Dinge verändern kannst. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Gott sagt nicht, oh du schon wieder, was willst du denn noch? Man kann gar nicht zu viel beten. Ihr könnt Gott nicht um zu viel bitten. Wenn ihr betet, wird der Friede Gottes euch erfüllen. So steht es in der Bibel. Laut dem Duden bedeutet sich Sorgen Angst haben, unruhig sein, etwas schwer nehmen, zittern, bangen oder bedrückt sein. Ich lese es noch einmal. Es bedeutet Angst haben, unruhig sein, etwas schwer nehmen, zittern, bangen oder bedrückt sein. Fällt euch auf, dass Sorgen überhaupt nichts Positives an sich haben? Absolut gar nichts. Eine Frau kann sich um ihre Kinder und ihre Finanzen sorgen, ob ihr Mann treu ist und was die Leute denken, doch all das bringt rein gar nichts. Nichts wird besser. Was sagt die Bibel dazu? Alle eure Sorgen werft auf ihn, alle eure Nöte, ein für alle Mal, auf ihn. Aber sicherlich hat niemand von euch mit Sorgen zu kämpfen. Also, wenn eure Denkweise gesund ist, dann seid ihr nicht verwirrt. Angenommen, ich würde die Frage stellen, wer von euch ist aufgrund seiner gegenwärtigen Lebenssituation durcheinander? Wäre es bestimmt erstaunlich, wie viele Hände hochgehen würden. Wahrscheinlich würde sich fast jeder melden. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass wir ständig alles selbst ergründen wollen. Warum wollen wir eigentlich immer alles wissen? Mein älterer Sohn sagte neulich, ich habe jetzt begriffen, und er ist gerade 50 geworden, Recht haben wird völlig überbewertet. Wir zahlen oft einen hohen Preis dafür, ständig beweisen zu wollen, dass wir Recht haben. Wir können es kaum abwarten, unser Wissen unter die Leute zu bringen. Wie oft hören wir gar nicht mehr zu, wenn andere etwas erzählen, weil uns schon nach dem ersten Satz einfällt, was wir dazu zu sagen haben, oder? Und dann platzen wir sofort mit unserem Wissen heraus. Es ist nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Entspannt euch. Sagt einfach keine Ahnung, ich bete darüber und Gott wird es mich zur rechten Zeit wissen lassen. Ja, Nachdenken ist gut, doch wenn ihr merkt, dass ihr vor lauter Nachdenken verwirrt seid und überhaupt nicht mehr wisst, was zu tun ist, dann hört auf. Wer von euch ist ständig am Grübeln? Kommt schon, lasst mich mal eure Hände sehen. Mein Mann kennt Grübeleien überhaupt nicht. Er hat so eine wunderbar lockere und leichte Art. Warum können wir nicht alle derart ausgeglichen sein? Ich bin es überhaupt nicht. Habe nichts davon abbekommen. Du auch nicht.
Wer von euch ist eher angespannt und mit einem völlig sorglosen Menschen verheiratet? Macht euch das nicht verrückt? Oh, Hilfe. Es ist gut, wenn zumindest einer in der Partnerschaft ausgeglichen ist. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Sobald in euch Verwirrung auftaucht, sagt doch ganz ehrlich, okay, ich versuche hier gerade Lösungen für Dinge zu finden, die nur Gott lösen kann. Er hat mir noch keine Antwort gegeben, deshalb werde ich ihm einfach vertrauen. Oh, oh. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir ratlos sind. Gerade heute gab es da auch in meinem Leben eine Situation. Oh Mann. Ich fordere euch hier auf, euch keine Sorgen zu machen und in meinem Leben. Auch ich muss diese Prinzipien anwenden. Nur weil ich einen Vortrag darüber halte, heißt das nicht, dass ich immun bin. Wir alle haben mit diesen Dingen zu kämpfen. Doch wenn wir unser Denken auf Gott ausrichten, haben wir Frieden. Um seine Stimme zu hören, müssen wir innerlich zur Ruhe kommen. Ihr wollt inneren Frieden haben? Dann achtet auf eure Gedanken. Man kann nicht zur Ruhe kommen, solange man schlechte Gedanken zulässt. Wenn in eurem Kopf das Chaos herrscht, dann nur deshalb, weil ihr nach Antworten sucht, die Gott euch noch nicht gegeben hat. Wir wollen immer alles sofort wissen. Doch Gott möchte, dass wir, was? Ihm vertrauen, Tag für Tag. Wann werde ich endlich heiraten? Oh, wann wird sich das endlich ändern? Wann, Gott, wann? Warum, Gott, warum? Er möchte uns bloß sagen hören, ich vertraue dir, Herr. Meine Zeit ist in deinen Händen. Vier Dinge bringen Verwirrung in unser Leben. Wenn wir kein Vertrauen in unsere eigenen Entscheidungen haben, wenn wir auf zu viele verschiedene Leute hören, ehrlich, verschwendet doch nicht eure Zeit damit, ständig Freunde zu fragen, was ihr tun sollt. Die meisten kommen selbst überhaupt nicht klar. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Seid vorsichtig, wenn jemand antwortet, aus dem Bauch heraus würde ich sagen. Dann wisst ihr, dass diese Person selbst keine Ahnung hat. Wenn ihr einen guten Rat braucht, dann wendet euch an jemanden, der weise ist, der geistliches Urteilsvermögen hat und der sich die Mühe macht zu beten, bevor er mit einer Antwort herausplatzt. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Es gibt eine weitere Sache, die uns Probleme bereitet. Wir treffen ungern Entscheidungen aus Angst vor Fehlern. Zu guter Letzt ruft auch übermäßiges Grübeln Verwirrung hervor. Also erstens fehlendes Vertrauen in die eigenen Entscheidungen. Wenn wir keine Entscheidung treffen, haben wir uns bereits entschieden. Dann zu viele Leute um Rat fragen, Angst vor Fehlentscheidungen und in Grübeleien verfallen. Manchmal sollten wir für ein paar Minuten das Hirn ausschalten, ruhig werden und auf unser Herz hören. Sprüche 3, Verse 5 bis 8 sind da sehr hilfreich. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und der erste Teil von Vers 7 ist wunderbar. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Ich will hier niemanden beleidigen, aber es ist doch so. Wir sind nicht klug genug, um unsere Probleme zu lösen. Wir brauchen Gottes Hilfe, und zwar immer. In Vers 8 steht, das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Eure Gedanken haben Einfluss auf eure Gesundheit. Zu viele Sorgen machen krank.
Viele Krankheiten werden durch Ängste und Sorgen hervorgerufen. Doch Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Johannes 14, Vers 27. Wenn er sagt, wir sollen keine Angst haben, dann gibt es auch einen Weg aus unseren Sorgen heraus. Kommt schon, hört ihr mir zu? Manchmal grübeln wir bis zum Erbrechen. Wir grübeln und machen uns Sorgen, bis sich alles dreht. In 1. Samuel 17, Vers 48 steht, was David tat, als er Goliath gegenüberstand. David war klein, Goliath war über 3 Meter groß. David war nur mit einer Schleuder und einigen Steinen bewaffnet. Goliath steckte von Kopf bis Fuß in einer Rüstung. David hatte trotzdem die beste Waffe, denn er kam im Namen des Herrn der Heerscharen. In 1. Samuel 17, Vers 48 heißt es, als der Philister, der ja über 3 Meter groß war, sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Vielleicht fragt ihr euch, was mir daran so gut gefällt. Ich glaube, er wäre besiegt worden, wenn er nur dagestanden und sich Sorgen gemacht hätte. Oh nein, wie riesig ist der denn? Ich meine, echt riesig. Manchmal sollten wir einfach auf das, was getan werden muss, zulaufen. Wir werden dann erleben, dass Gott mit uns ist und uns Gelingen schenkt. Ich habe Angst. Nun, dann habt Angst. Aber lasst euch davon nicht aufhalten. Mutig ist, wer handelt, obwohl er Angst hat. Oh, Halleluja. Am liebsten würde ich jetzt singen. Gutes Urteilsvermögen ist wunderbar. Grübeleien hingegen bringen uns nicht nur durcheinander, nein, sie verhindern solch ein Urteilsvermögen. In 1. Korinther Kapitel 2 stehen großartige Verse. Die Verse 14 bis 16, über die sollten wir immer mal wieder nachdenken. Dort wird erklärt, wie sich unsere neue Natur von der alten abhebt. Man kann sich von einem geistlichen Menschen wirklich eine Scheibe abschneiden. Er hört lieber zu, als dass er selbst redet. Er kann reden und gleichzeitig auf Gott hören. Ein geistlicher Mensch ist in der Lage, immer mit einem Ohr zu hören, was Gott sagt. Er legt schlechtes Verhalten, wenn überhaupt, nur kurzfristig an den Tag, weil er sofort merkt, dass es nicht richtig ist. Er redet keinen Unsinn, wisst ihr? Wenn ihr wirklich geistlich seid, könnt ihr nicht die ganze Mittagspause über jemanden herziehen. Das geht nicht. Ihr fühlt euch dabei zutiefst unwohl, weil ihr wisst, dass ihr das nicht tun solltet. Gestern sprach ich darüber, wie der Heilige Geist euch leitet. Genau das meine ich damit. Ich muss euch nicht darauf hinweisen, dass es falsch ist, euren Nachbarn umzubringen oder eine Bank auszurauben. Mit solchen Dingen haben wir normalerweise nicht zu kämpfen. Aber es geht auch darum, andere nicht zu verurteilen und zu kritisieren, nicht zu tratschen und kein dummes Zeug zu reden, das uns und andere nur verletzt. Traurigerweise sind solche Sünden salonfähig geworden. Die Leute meinen, dass so etwas nicht weiter schlimm sei, doch es ist schlimm und es hat eine Wirkung.
Ich werde die besagte Bibelstelle jetzt nicht lesen, doch inhaltlich steht da, dass ein geistlicher Mensch alles angemessen beurteilt, untersucht, erforscht, hinterfragt und wahrnimmt. Ich bin davon überzeugt, dass ein wirklich geistlicher Mensch sich zuerst Zeit nimmt, nachzudenken, bevor er mit einer Antwort kommt. In Johannes 8, Verse 1 bis 11 finden wir diesbezüglich ein sehr gutes Beispiel. Eine Frau wurde beim Ehebruch ertappt und zu Jesus gebracht. Die Pharisäer sagten, nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Liebe und Vergebung waren ja seine Themen, und doch musste er auch das Gesetz halten. Aus dem Grund dachten die Pharisäer, er säße nun in der Falle. Und so hatten sie die Frau des Ehebruchs überführt. Okay, wenn du so klug bist, so steht es im Gesetz, was würdest du mit ihr machen? In der Bibel steht, dass er sich vorbeugte und mit dem Finger in den Sand schrieb. Habt ihr darüber schon einmal nachgedacht? Was sollte das? Was sollte das? Wisst ihr, was er meiner Meinung nach tat? Ich glaube, er wartete darauf, von Gott zu hören, was er sagen sollte. Wenigstens einer klatscht. Danke. Wir hätten viel weniger Schwierigkeiten, wenn wir zuerst nachdenken würden, bevor wir unsere Meinung herausposaunen. Sie drängten Jesus, etwas zu sagen. Er richtete sich auf und antwortete, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Einer nach dem anderen ging weg. Wisst ihr, wenn jemand sich völlig unmöglich verhält und irgendetwas Blödes zu euch sagt, in der Bibel steht, wenn wir einem Dummkopf antworten, werden wir wie er. Ich kenne Situationen, in denen ich denke, darauf muss ich jetzt wirklich nicht antworten. Das hat keine Antwort verdient. Ich glaube, wenn wir mal still sein würden, könnte Gott selbst sich der Sache annehmen. Anstatt alle gleich davon überzeugen zu wollen, was sie unserer Meinung nach tun sollten. Ein geistig gesunder Mensch ist positiv eingestellt. Immer positiv. Ein geistig gesunder Mensch denkt nicht immer an das, was ihm fehlt. Er denkt an all das, was er hat. Ich bin so dankbar. Jeden Morgen danke ich Gott für mein Leben. Dass ich predigen darf, für meine tolle Familie, dass ich gehen und reden und sehen und hören kann, ein Zuhause habe und sauberes Wasser. Wenn ihr heute nach Hause zurückkehrt, nehmt euch mal 5 Minuten und schreibt 7 Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Seid dankbar, wisst ihr was? Ich möchte euch mal etwas zeigen. Wenn hier Frauen sind, die zu Hause einen Mann haben, der bestimmte Dinge tut, die euch auf die Nerven gehen, dann wird Gott ihn nicht verändern, indem ihr ständig an ihm herumnörgelt. Ich weiß, dass ihr Männer jetzt denkt, ich mag diese Frau, wow, ich mag sie. Nun, ich könnte euch auch ein paar Takte erzählen. Einmal sagte eine Frau zu mir, dass sie ihren Mann absolut nicht leiden könne. Sie wollte ihn lieben, konnte es aber einfach nicht. Sie mochte gar nichts an ihm. Gott zeigte ihr schließlich, woran es lag, dass sie ihn nicht lieben konnte. Und jetzt wird es interessant. Sie schaute nämlich den ganzen Tag eine Fernsehsendung nach der anderen an. Schaute sich ständig diese dunkelhaarigen und schönen Männer an, die so romantisch waren und Rosen mitbrachten. Ihr Mann hingegen war leicht übergewichtig und kam als Bauarbeiter abends völlig verdreckt und verschwitzt und stinkend nach Hause.
Das widerte sie an. Sie sagte es nicht, dachte es aber. Seht mal, womit ihr euch beschäftigt. Womit ihr euch beschäftigt, beeinflusst euer Verhalten und Handeln. Schaut nicht andere Männer an und sagt, ich wünschte, das wäre meiner. Ist er nicht. Und er wird es auch nie werden. Wer von euch will Gott sein Denken ganz neu anvertrauen? Ihr wisst, was das bedeutet, nicht wahr? Wenn eure Gedanken um Dinge kreisen, die nicht gut sind, und Gott euch das zeigt, ändert etwas daran. Beschäftigt euch mit der Bibel und denkt darüber nach. Der Mensch folgt seinem Denken. Wenn ihr lange genug über etwas nachdenkt, werdet ihr es am Ende auch tun. Und wie oft tun wir Dinge, die wir nicht tun wollten? Unser Zuschauerservice ist gerne für Sie da. Ganz gleich, ob Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten, rufen Sie uns an. Wir möchten mit den Sendungen von Joyce gerne noch vielen weiteren Menschen auf der ganzen Welt neue Hoffnung schenken. Sie auch? Dann unterstützen Sie uns doch finanziell. Alle weiteren Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Hinter mir sehen Sie Fahnen an den Häusern. Wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht und Kinder bekommen kann, wird diese Fahne an ihrem Haus aufgestellt. Wenn die Mädchen geschlechtsreif sind, werden sie aus der Schule genommen. Ihre Eltern bringen ihnen dann verschiedene Dinge bei, was man als Hausfrau wissen muss und wie man einen Mann zufriedenstellt, auch auf sexueller Ebene. Wir tun alles, was wir können, um den Menschen hier zu zeigen, welchen Wert Mädchen haben. Das ist der Schlüssel zur Veränderung. Aus diesem Grund haben wir in Sambia 3 Imagine Hope Frauenhäuser gegründet. Die Mädchen können 6 Monate hier leben. Wir zeigen ihnen, welchen Wert sie in Jesus Christus haben und wie sehr er sie liebt. Gleichzeitig bringen wir ihnen auch grundlegende Fertigkeiten bei, wie zum Beispiel das Herstellen von Schmuck, sodass sie Geld verdienen können, um ihre Familien zu unterstützen. Wir sollten denen geben, die uns nichts zurückgeben können. Ich denke, das ist genau das, was Hand of Hope tut. Werden Sie von negativen Gedanken bedrängt? Werden Sie sie einfach nicht mehr los? Ihre Gedankenwelt ist kein geistiger Schrottplatz. Es gibt darüber ein Buch von Joyce Meyer. Powergedanken. Denn unsere Gedanken bestimmen darüber, wer wir sein werden. Bestellen Sie das Buch Powergedanken – 12 Strategien für einen Sieg auf dem Schlachtfeld der Gedanken jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.